Sie und Sie werden jetzt rot werden vor Ärger. Sie werden sich vielleicht sogar grün und blau ärgern, bis Sie schwarz sind. Und warum? Jetzt kommt nämlich einer auf die Bühne, mit dem kann man das gemeinsam machen. Er ist nämlich der Nörgler der deutschen Kabarettisten und das ist sein Applaus, Holger Petz. Ja, meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Es ist gar nicht wahr. Es ist gar nicht so schlimm. Nein, es liegt vielleicht daran, dass ich aus Bayern komme, aber nicht aus dem bayerischen Bayern, sondern eher aus Franken. Und die Franken neigen ein bisschen dazu, die Kehrseite der Medaille zu sehen. Ja, also wenn das Wetter schön ist, dann sagt der Franke, ob das noch lang hält. Wenn ein Franke zu mir sagt, wir Franken müssen zusammenhalten, bin ich schon allein als Unterfranke nicht dabei. Und wenn mein Nachbar sagt, ja, das ist richtig, gell, mehr Unterfranken, und kommt aber aus Würzburg, da bin ich schon gleich dreimal nicht dabei. Obwohl es ja so malerisch drin liegt. Kennen Sie Würzburg? Ja? Die anderen müssen es nicht kennenlernen. Ja, also wenn Sie von München Richtung Frankfurt irgendwann, da liegt da dieses Würzburg drin, schauen Sie nicht hin, schauen Sie geradeaus. Die Weinberge außenrum, so reingekesselt in die Landschaft, ja, ich weiß, wovon ich rede, ich habe da mal studiert, die brauchen den Alkohol, den sie anbauen. Ich bin Nordwestbayer, halbhessischer Unterfranke, Aschaffenburg. Die Hessen lachen uns aus, weil Aschaffenburg sagt konsequent Grüß Gott. Mir hier in Bayern, grüß Gott. In Hessen sagen sie guten Tag. In Aschaffenburg nur grüß Gott. Bayern will uns aber gar nicht. Die hätten viel lieber Salzburg genommen nach dem Wiener Kongress. Sogar das bayerische Fernsehen grenzt uns aus. Da gibt es so eine ewige Sendung, die heißt Vom Spessart zum Karwendel. Was liegt hinterm Spessart? Aschaffenburg. Wenn Sie aus diesen Gauen stammen, da ist die Seinskrise vorprogrammiert, ja? Der Aschaffenburger Landkreis, da kannst du nur, sprachlich ist das hyperbayerisch. Ja, da gibt es so Ortschaften wie Kleinostheim und Großostheim. Wobei Kleinostheim was ist? Selbstverständlich größer als Großostheim. Großostheim, Grobostem. Grobostem. Kleinostheim, Klostem. Sind Sie aus Kleinostheim? Soy du Klosteme. Verständlich, dass uns keiner haben will. Aber die Sprache ist ja sowieso. Wie ist es in Österreich? Heißen bei Ihnen Friseure auch so originell wie bei uns? Die heißen bei uns so wahnsinnig originell, so Abschnitt, Wegschnitt, Kaiserschnitt. Durchschnitt nie. Bei uns um die Ecke heißt einer Cut and Go. Habt ihr nicht Pay vergessen? Oder ist es for free? Ja, im Rotlichtviertel heißt es demnächst ja auch nicht mehr Salon d'Amour, sondern Fuck and Go. Mit dem Englischen im Deutschen ist es aber so eine Sache, ja. O2, oh yeah, CO2-Belastung, habe ich neulich gelesen. Dabei war es CO2. Ich habe neulich, da saß ich vor einem Wort, ich konnte mir nicht erklären, was ist das? Rap, Schonig. Der Rap ist klar, aber Schonig mit SH, es war Rapshonig. Also das Englische grundsätzlich anzunehmen, ist auch nicht förderlich für den Verständnisgewinn. Wenn der Amerikaner einen Sprachfurz lässt, den es nach Osten über den großen Teich weht, über Frankreich hinweg, ja, bei uns wird der Furz sofort gierig eingesogen. Der Ami hat seinen Furz schon lange vergessen, bei uns steht er im Lexikon. Aber dann regen sie sich auf, ja, diese Anglizismen überall, das Letzte, das Know-how und so. Ich habe nichts against it. Ja, ich finde es schön, wenn junge Menschen oder nicht mehr so junge versuchen, sich in der fremden Sprache auszudrücken, selbst wenn es dann nichts wird. Die sollen ihre englischen Brocken daherquatschen, da ist der Engländer gefordert, ja? Mir ist es recht, wenn Sie Englisch reden, derweil reden Sie kein Deutsch. Deutsche Redensarten, Sprichwörter wollen Sie unbedingt benutzen, beherrschen Sie aber schon lange nicht mehr.
Das war das Tröpfelchen auf dem I. Was für ein Ding? Das Tröpfelchen. Oh, das war zu viel. Das hat dem Fass den Boden zum Überlaufen rausgehauen. Oh, das ist peinlich. Da möchte man sofort die Schwarte wieder auswechseln. Gemein ist die Scharte auswetzen. Schwarte auswechseln. Finde ich aber nicht schlecht. Ja, da stelle ich mir einen bayerischen Stammtisch vor. Wissen Sie, wo einer seit Jahr und Tag mit derselben alten Lederhose kommt. Und irgendwann langt's dem Stammtischbruder und er sagt, was, schön langsam, kannst du mal der Schwarten auswechseln. Wissen Sie, was ich glaube, unsere Sprache hat uns verlassen. Ja, wir haben uns in eine sprachliche Diaspora hinein verirrt. Nur mal fair ist doch Irrung. Sich verhören, sich verlaufen. Aber verstehen, wer soll das verstehen? Sich verguckt, sich verschaut. Verliebt, verlobt, verheiratet. Da ist der Irrtum klar angelegt. Aber die Vernunft, der Verstand, wer soll das kapieren? Absorbieren, musste ich mir so hart merken, dass es ab eigentlich ein heißt, ja, einsaugen, absorbieren, mit ab vorne dran. Der Abszess klingt so, als wenn er von selber abfällt, tut aber nicht. Tut mir leid, es gibt Sachen, da kann ich mich maßlos drüber aufregen. Ich wache manchmal nachts auf und denke mir dann Doppelhaushälfte. Ich kann stundenlang nicht mehr einschlafen. Ich weiß genau, irgendwann gehe ich hin und sage, ich möchte die Mitte kaufen. Die Mitte. Oder nachträgliche Vorauszahlung. Nachträgliche. Was habe ich neulich wieder gelesen? Das haiverseuchte Meer. Ist das Meer krank oder was? Die Haie wohnen da. Genauso könnte ich sagen, Schwaben verseuchtes Baden-Württemberg. Oder die sterblichen Überreste. Wieso denn über? Also die sterblichen Reste. Aber wieso denn sterblich? Sind doch schon gestorben. Und wieso Reste, wieso Plural? Ist doch im Normalfall schon noch am Stück, oder? Holger Pett. Holger. Da Platz nehmen. Holger. Ja. Ich sehe schon, du bist ein Fremdsprachentalent und wir haben ja bei uns in Österreich auch so unsere Sitten. Bei uns, zum Beispiel bei uns zu Hause im Mostviertel, versuchen auch manche Englisch zu sprechen und das hört sich dann so an. I think I spider, the dog is closed. Ich glaube, ich bin, der Hund ist zu. Das ist eine schöne Redewendung. Apropos reden, wenn ich im Ausland auf Urlaub bin, dann hört man ja die Deutschen schon immer von Weitem reden. Und weißt du, welche deutschen Urlauber mir da immer die liebsten sind? Ja. Die gerade heimfahren. Ja. Wie ist es da bei dir, wenn du quasi auf Urlaub bist? Nörgelst du da auch oder kannst du entspannen? Also bei mir ist es so, ich stelle bei mir fest, ich versuche nicht unangenehm aufzufallen. Also ich sage teilweise sogar bewusst falsche Sachen. Als was gibst du dich jetzt wirklich aus, wenn du quasi erkannt werden könntest am Nummernschild oder was? Streitest du alles ab? Nein, keinesfalls. Ich bekenne mich dann dazu und am liebsten fahre ich sowieso nach Salzburg, da habe ich meine Frau kennengelernt. Eine Rheinländerin. Damit ist, glaube ich, alles gesagt. Noch einmal ein herzlicher Applaus. Danke, Holger Petz. Ja.